Von der Erde ins All. T-minus 15 seconds. 10, 9. Matthias Maurer und die Cosmic Kiss Mission. 6, 5, 4. Ein Podcast von Daniel Finger. 2, 1, 0. Ignition. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. And lift off. Folge 13. Oder Leben im Weltall. Die Frage, ob es Leben auf anderen Planeten gibt, ist eine der ältesten Fragen der Science Fiction. In Star Trek zum Beispiel. It's not life as we know or understand it. Yet it is obviously alive. Meistens geht es dabei um intelligentes Leben. Wie sehe das aus? Und könnten wir es überhaupt erkennen, wenn es ganz anders wäre als das auf der Erde? Wenn es zum Beispiel nicht einmal auf Kohlenstoffverbindung beruhen würde? John W. Campbell ist der vielleicht berühmteste Herausgeber im Bereich Science Fiction. Der Mann, nachdem einer der wichtigsten Autorenpreise der SF benannt ist, veröffentlichte in seinem Magazin Astounding, später hieß es dann Analog, Werke praktisch aller wichtigen Autoren der sogenannten Goldenen Ära. Darunter auch Arthur C. Clarke, der die Romanvorlage zu Kubricks 2001 Odyssee im Weltall schrieb. Hallo Hal, hörst du mich? Hörst du mich, Hal? Jawohl, Dave. Ich höre dich. Dieser John Campbell piesackte seine Autoren mit einer Forderung, heute würde man sagen, einer Challenge. Er wollte, dass sie in ihren Werken ein Alien erschaffen, das so gut denkt wie ein Mensch, aber nicht wie ein Mensch. Können wir uns so etwas überhaupt vorstellen? Die Frage ist bis heute umstritten. Wir wollen in dieser Folge Fragen stellen, die um einiges kleiner sind. Gibt es überhaupt irgendwelches Leben außerhalb der Erde in unserem Sonnensystem? Mikroorganismen vielleicht? Und könnte es überhaupt welches geben? Könnten wir vielleicht welches ansiedeln, wenn wir zum Beispiel irgendwann zu einer Mars-Mission aufbrechen? Und wie findet man so etwas eigentlich heraus? Das Wichtigste zuerst. Können wir mit Leben da draußen rechnen? Das habe ich Petra Rettberg gefragt. Sie ist Leiterin der Arbeitsgruppe Astrobiologie beim Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin Strahlenbiologie des DLR und wurde im letzten Jahr mit dem Distinguished Service Award der International Astronautical Federation ausgezeichnet. Bei diesen vielen Sonnensystemen, die Planeten haben, ist davon auszugehen, dass irgendwann auch mal bei dem einen oder anderen Bedingungen vorherrschen, wie sie auf der Erde vorgeherrscht haben, als das Leben hier entstanden ist. Das war vor ungefähr 3,5 Milliarden Jahren. Da waren die Umweltbedingungen anders, als sie heute auf der Erde sind. Aber es wird sicherlich unter den vielen Planeten, die es gibt und die wir noch nicht entdeckt haben und die wir auch nicht unbedingt entdecken können, weil sie zu weit weg sind, sicherlich Planeten geben, die so ähnlich sind wie die frühe Erde. Und deshalb liegt auch der Schluss nahe, dass es dort sich auch Leben entwickelt haben könnte und dass die Entstehung von Leben eine zwangsläufige Folge von bestimmten Umständen ist. Der Missionsleiter Cosmic Kiss des DLR, Volker Schmid, ist sogar noch enthusiastischer. Es ist alles denkbar und vielleicht werden wir überrascht. Und der ganze Kosmos, das Weltall, ist so farbig und vielfältig. Also warum sollten wir uns schon wieder beschränken? Weil Wissenschaft bedeutet ja eigentlich, offen zu sein für alles. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass der Mensch überrascht werden kann. Und Planeten sind nicht der einzige Ort, an dem wir Leben finden könnten. Also dass Leben entstanden sein könnte, ist nicht nur auf Planeten in unserem Sonnensystem möglich, sondern auch auf einigen Monden im äußeren Sonnensystem. Mhm. Die großen Gasplaneten im äußeren Sonnensystem, Jupiter und Europa, haben eine Vielzahl von Monden und viele dieser Monde sind mit einer Wassereisschicht bedeckt, unter der ein flüssiger, salzhaltiger Ozean ist. Dort könnte Leben entstanden sein. Aber es wäre auch möglich, dass Leben auf unserem Nachbarplaneten Mars entstanden ist und vielleicht aber heute nicht mehr in lebender Form zu finden wäre, weil es wieder ausgestorben ist. Es ist aber auch möglich, dass man durchaus noch Spuren von diesem heute nicht mehr aktiven Leben finden kann. Und das ist auch ein Ziel der beispielsweise jetzt stattfindenden Mars 2020 Mission von den amerikanischen Kollegen. Welche Mikroorganismen könnten denn beispielsweise auf dem Mars überhaupt überleben? Welche kommen mit extremen Bedingungen klar? Mit Hitze beispielsweise oder mit Strahlung? Genau daran forscht Petra Rettberg mit ihrem Team. Mikroorganismen, von denen viele Leute vielleicht schon gehört haben, wachsen im Labor auf festen Nährmedien in sogenannten Petrischalen unter Luft bei Temperaturen vielleicht bei 20 Grad oder auch bei 37 Grad. Aber die Organismen, an denen wir interessiert sind, die haben extremere Bedingungen und deshalb müssen wir auch diese extremen Bedingungen, so gut es geht, im Labor nachstellen, um sie zu kultivieren. Das heißt, um sie zur Vermehrung zu bringen. Wir haben vor allen Dingen Labors, in denen wir mit sogenannten thermophilen Organismen arbeiten können. Das heißt, das sind Mikroorganismen, die bei sehr hohen Temperaturen leben und wachsen. Zum Beispiel ein Organismus, der bei 95 Grad Celsius bei uns kultiviert wird. Und dazu braucht man spezielle Instrumente, weil die normale Laborausstattung
das nicht ermöglicht, bei so hohen Temperaturen zu arbeiten. Und diese Art von Organismen vertragen auch keinen Sauerstoff. Das heißt, sie müssen in einer sauerstofffreien Atmosphäre behandelt werden. Und dazu braucht es eine spezielle Laborausstattung. Aber wir sind vor allen Dingen auch daran interessiert, ob diese Mikroorganismen im Weltraum oder auch auf dem Mars oder vielleicht auch in den Eismonden überleben könnten. Und dazu interessieren wir uns vor allen Dingen für die Effekte von Strahlung, hauptsächlich für die Effekte der Sonnenstrahlung. Im Weltraum ist keine schützende Atmosphäre vorhanden und deshalb kann die Sonnenstrahlung bis runter zu den sehr kurzen und sehr schädlichen Wellenlängen auf Organismen einwirken. Und wie testet man Mikroorganismen auf Marstauglichkeit? Wir stellen zum Beispiel die Bedingungen auf der Oberfläche des Mars nach, indem wir die Mikroorganismen unter Marsatmosphäre und Druck haben. Auf dem Mars herrscht ein sehr niedriger Druck und in der Atmosphäre ist kein freier Sauerstoff. Und wir testen zum Beispiel die Strahlenresistenz, im Falle der Sonne eben die UV-Strahlenresistenz, und sehen, ob sie überleben und wollen dann herausfinden, ob und warum sie das tun. Also hier im Labor sind unsere Möglichkeiten durch unsere Weltraumsimulationsanlagen vorhanden, aber die technischen Möglichkeiten sind begrenzt. Insbesondere die Strahlung kann man nicht sehr gut am Boden nachbilden. Und aus diesem Grunde führen wir dann das Weltraumexperiment MAXIM durch, wo wir die Raumstation im Grunde als Labor benutzen und die extraterrestrischen Sonnenstrahlung in echt benutzen und keine Lampen, die das Sonnenspektrum nur unvollständig nachbilden. Dafür müssen Sie rauf auf die ISS. Das wird im Rahmen des Experiments MAXIM geschehen. Bei diesem speziellen Experiment MAXIM setzen wir metabolisch inaktive Organismen den Weltraumbedingungen aus. Mhm. Das heißt, in diesem Fall, die Mikroorganismen sind getrocknet und führen keine Stoffwechselreaktionen durch, solange sie im Weltraum sind. Sobald wir sie wieder auf der Erde zurückhaben, überführen wir sie in ihre optimalen Umgebungsbedingungen und verfolgen das weitere Wachstum und untersuchen, wie sie überlebt haben, wenn sie überlebt haben. Es gibt aber auch ein anderes Experiment, was wir vorbereiten. Da wollen wir tatsächlich metabolisch aktive Organismen untersuchen. Und dieses Experiment zielt aber auf das Überleben unter Eismondbedingungen und heißt auch entsprechend Ice Cold. Was müssen dann die AstronautInnen an Bord der ISS in diesem Rahmen tun? Im speziellen Fall von MAXIM geht es ganz ohne Astronaut. Das heißt, die ganze Facility, in der mehrere Experimente gleichzeitig mitsamt den entsprechenden Proben auf die Raumstation gebracht werden, wird mit Hilfe von einem oder genau gesagt von zwei Roboterarmen auf einer Plattform außen auf der Raumstation angebracht werden. Mhm. Das ist technisch schon eine große Herausforderung und ist auch bisher noch nie gemacht worden. Das heißt, die Hardware kommt aus einer Schleuse raus, wird von einem Roboterarm genommen, um die ISS geführt, von einem anderen angenommen und dann auf der Bartolomeo-Plattform installiert. Und das erfolgt automatisch ohne die Mitwirkung von Astronauten. Mhm. Und zurück genauso. Am interessantesten sind für die WissenschaftlerInnen die Auswirkungen der UV-Strahlung, die von unserer Sonne ausgeht. Die Daten der UV-Strahlung am Ort der Probe werden auch gemessen mit verschiedenen Sensoren und auch die Temperatur. Und diese Daten werden uns ständig, also regelmäßig auf die Erde gesandt. Und wir nutzen diese Daten, um ein gleiches, so gut wie möglich gleiches Experiment am Boden durchzuführen. Das heißt, durch unser Bodenkontrollexperiment können wir sehen, ob irgendwelche vielleicht nicht so guten Effekte durch den Transport, das Ganze hochladen, rausbringen, wieder runterladen entstanden sind oder ob es tatsächlich ein Effekt der Weltraumumgebung ist. Das heißt, wenn ein Experiment sehr lange im Weltraum ist, haben wir auch ein genauso langes Bodenkontrollexperiment in unseren Weltraumsimulationsanlagen. Und jetzt die Preisfrage. Was haben wir, also wir alle, mit Bakterien gemein? Ein paar coole Tricks zur Zellreparatur zum Beispiel. Die sollen im LUX-Experiment erforscht werden. Also Mikroorganismen verfügen über eine Reihe von Reparaturmechanismen, mit denen sie Schäden im Erbgut, das heißt in der DNA, beseitigen können. Es gibt ganz verschiedene Arten von Schäden, die durch Strahlung entstehen können. Und es gibt Reparatursysteme, die spezialisiert auf bestimmte Strahlenstypen sind oder auch ein größeres Spektrum reparieren können. Und die gibt es schon in Mikroorganismen. Und deshalb sind Mikroorganismen sehr gute Modellsysteme auch für höhere Organismen. Mhm. Im Weltraum ist für den Menschen, also für einen Astronauten, Strahlung ein Faktor, der durchaus zu negativen Effekten führen kann. Gleichzeitig befindet sich der Mensch im Weltraum aber auch unter Schwerelosigkeit, das heißt in Mikrogravitation. Und es ist sehr interessant herauszufinden, wie beide Faktoren, sowohl Schwerkraft als auch Mikrogravitation und Strahlung zusammenwirken und ob die Wirkung additiv ist oder auch nicht. Und da gab es einige Versuche mit verschiedenen Systemen in der Vergangenheit und die Ergebnisse sind widersprüchlich. Das heißt, es ist noch nicht eindeutig geklärt, ob zum Beispiel Strahlenschäden schlechter repariert werden, wenn sich der Organismus in Mikrogravitation befindet, als wenn er sich auf der Erde unter 1G-Bedingungen befindet. Mit dem Experiment Lux in Space wollen wir den allerersten Schritt der Kinetik der Reparatur von Strahlenschäden untersuchen in Mikrogravitation. Und das ist ein Experiment, das wird im Inneren der Raumstation durchgeführt werden. Das heißt, wir werden Kulturen von Mikroorganismen auf die Raumstation bringen, sie dort mit Strahlung schädigen und die Reparatur verfolgen, dadurch, dass wir einen bakteriellen Biosensor verwenden. Das heißt, wenn diese Bakterien geschädigt werden durch Strahlung, beginnen
beginnen sie nach einiger Zeit zu leuchten. Das heißt, sie bilden Biolumineszenz. Und je höher der Schaden war, desto mehr Licht erzeugen diese Mikroorganismen für eine bestimmte Zeit. Das heißt, desto mehr leuchten sie. Und das ist ein Experiment, was wir gerade vorbereiten. Und das wird im sogenannten Biolab im Columbus-Modul durchgeführt werden. Und wir messen dann das Wachstum der Mikroorganismen und die Reparatur über die Biolumineszenz. Wow. Da bringen die Bakterien auch gleich noch ihre eigene Schadensanzeige mit. Jetzt aber kommen wir zu etwas Größerem. Zu Pflanzen und Tieren im All, die es spätestens dann geben wird, wenn wir sie mitnehmen werden. Landwirtschaft auf dem Mars ist ja seit dem Marsianer in aller Munde, dem großartigen Buch von Andy Weir, verfilmt mit Matt Damon in der Hauptrolle. Ich muss mir überlegen, wie ich Essen für 3 Jahre anbauen kann, auf einem Planeten, auf dem nichts wächst. Zum Glück bin ich Botaniker. Der Mars wird sie noch fürchten lernen, meine botanischen Kräfte. Ich habe mit Bettina Wurche gesprochen. Sie ist von Hause aus Meeresbiologin und beschäftigt sich nicht nur mit den faszinierenden Lebewesen in unseren Ozeanen, sondern auch mit dem Leben außerhalb unserer Erde. Mit Astrobiologie. Diese ganze Astrobiologie ist noch relativ neu, denken wir so. Dabei ist sie gar nicht so neu. Ich habe vor 2 Jahren mal für eine Astrobotanik-Ausstellung etwas recherchiert, dass die Astrobotanik älter ist als 1945. Es gibt einen russischen Astronomen, der zu dem Zeitpunkt schon mit seinen Teleskopen, die er damals hatte, in anderen Spektren von Planeten und Sternen nach Chlorophyll gesucht hat. Das heißt, er hat wirklich Astrobotanik betrieben auf der Suche nach außerirdischem Leben. Das, finde ich, ist ein total interessanter Fakt, der kaum bekannt ist und der in der Astrobiologie oft unterschlagen wird. Wir denken immer nur an Tiere, aber nicht an Pilze und Pflanzen. Wie müsste denn Landwirtschaft im Weltraum aussehen? Wir sind ja heute gerade an einem Scheidepunkt mit der Klimakrise und der Ökokrise. Und im Moment haben wir eine Landwirtschaft, wo wir uns das erlauben, dass sich ein einzelner Mensch ein Steak aus einer Kuh schneidet und wir einen Teil dieser Kuh ansonsten wegschmeißen, die mit irrsinnig viel Pflanzen gefüttert wird und noch über Kontinente transportiert wird. Und diese Form der Landwirtschaft gönnen wir uns heute eigentlich auf der Erde bei der wachsenden Bevölkerung angesichts Klima- und Ökokrise überhaupt nicht mehr erlauben. Und darum meinen eine ganze Menge Leute, wir sollten endlich mal unsere Ernährung überdenken. Das heißt, wenn wir von einer Landwirtschaft im All sprechen, dann werden wir garantiert nicht davon sprechen, dass wir da irgendwie eine Kuh ins All bringen oder die da klonen oder so. Oder vielleicht noch ein Maisfeld daneben setzen, weil das viel zu verschwenderisch ist. Stattdessen würde man Systeme nehmen, wie sie heute schon immer wieder angesprochen werden, wie man Leute besser satt machen kann, gesünder, Sachen, die schneller wachsen, die in sich selbst erhaltenen Kreisläufen vielleicht sogar wachsen. Und welche Pflanzen könnten das sein? Ein Stichpunkt dazu wären zum Beispiel Algenreaktoren. Ich bin ein totaler Fan von Algenreaktoren. Die sehen fast aus wie Neonröhren, in denen diese grüne Flüssigkeit mit den leuchtend chlorophyllgrünen Algen schwappt. Und das Ganze wird dann mit besonderen Lichtstärken bestrahlt, sodass die Algen für das, was sie gerade tun sollen, jeweils am besten wachsen. Die werden im Moment vor allem als Nahrungsmittel, ja als so Ergänzungsmittel mit Eisen angereichert oder mit Lachsölproduktion oder was auch immer. Also Algen sind so richtig Tausendsassas, die können fast alles. Man kann sie ein bisschen genetisch verändern und dann produzieren sie Sachen, die wir eigentlich nur von Tieren kennen. Wenn man eine Marskolonie macht, dann würde ich auf jeden Fall Algenkulturen mitnehmen. Erstmal ist das Grün total hübsch und es entspannt unser Auge, weil wir als Menschen auch für die Augen immer wieder Entspannung brauchen. Das ist mir auf einer Antarktis-Expedition ganz doll aufgefallen. Da haben wir alle 7 Wochen keinen Baum gesehen und Leute auf den Antarktis-Stationen hatten wohl für ein Jahr keine Pflanze gesehen. Die kamen zu uns rüber aufs Schiff und haben einen Tannenbaum angeguckt, der dort stand, was über Weihnachten war. Und da ist mir diese psychische Wirkung von Grünzeug nochmal so ganz deutlich vor Augen geführt worden. Und das ist bei Astronauten genau das Gleiche. Alexander Gerst erzählte das. Der hatte Experimente mit einem Salat zu machen. Und er sagte, es hätte ihn total Überwindung gekostet, nicht einfach in diesen Salat zu beißen, weil er den echt gerne gegessen hätte nach mehreren Wochen ohne Salat. Und er musste aber ein Experiment damit machen. Und Alexander Gerst ist für jeder Astronaut total pflichtbewusst und hat das gemacht. Aber genau diese Versuchung kann ich verstehen. Also Grün ist gut für unsere Psyche und fürs Auge. Darum bräuchten wir die sowieso. Vielleicht sollte man auch zur Psychohygiene noch ein paar mehr Pflanzen mit hochnehmen. Jetzt sind Algen bedauerlicherweise nicht jedermanns Sache. Gibt es nicht auch vielleicht etwas Grünes, an das der westliche Gaumen eher gewöhnt ist? Salat vielleicht? Salat wäre auch eine tolle Sache. Den kann man zum Beispiel mit Fischen vergesellschaften. Dann hätte man ein Aquaponiksystem. Das wäre eine Art größeres Aquarium-Terrarium in Kombination. Da schwimmt der Salat praktisch auf dem Wasser
mit ganz wenig organischen Nährstoffen, die ganz zielgenau zugeführt werden, genau abgestimmt. Und zwar kommen diese Nährstoffe von den Fischen, die manchmal an den Salatwurzeln knabbern und die auch mit dem Salat gefüttert werden können. Tilapien kann man da zum Beispiel nehmen. Mhm. Und die Fische haben natürlich Stoffwechsel und geben wieder Kot ins Wasser ab. Und das ist dann wieder gut für den Salat. Also solche Kulturen, die eine Kreislaufwirtschaft im kleinen Sinne ermöglichen, das wäre eine gute Idee. Ob man aber auf dem Mars bei der geringen Schwerkraft ein Aquarium nehmen kann, was nach oben offen ist und Salat hat, das weiß ich nicht. Ob man das da irgendwie trennen müsste und wie die Fische mit der Mikrogravitation klarkommen, das weiß ich auch nicht so genau. In der Science-Fiction-Literatur, gerade des goldenen Zeitalters, ist immer wieder von gigantischen Hefefarmen die Rede. Nicht im Weltall, sondern in unterirdischen Anlagen auf der überbevölkerten Erde. Wie sieht es also mit Pilzen aus? Also Pilze sind eine super Idee auch für eine außerirdische Farm, weil Pilze neben dem, dass sie toll zu essen sind, und Hefe ist zum Beispiel auch ein richtig gesundes Essen, die kann man dann auch wieder mit Nährstoffen anreichern, die kann man auch genetisch wieder aufpimpen. Man kann aber auch größere Pilze züchten. Und diese Pilze, die essen dann auch noch unseren Abfall mit auf. Also Pilze können mittlerweile ziemlich viel verdauen. Und man hat sehr gezielt Pilzkulturen auch zum Aufbereiten von Boden zum Beispiel produziert und eingesetzt. Pilze geben andere Rohstoffe. Man kann sie auch als Baustoff benutzen. Man kann sie zur Wasserreinigung, zur Reinigung von Erdreich benutzen. Also Pilze wären absolut der Renner. Und zurück zu Mark Watney, dem von Andy Weir geschaffenen Marsianer. Er setzt seine Hoffnung in Kartoffeln. Und nach hunderten Kartoffelmahlzeiten hängen sie ihm dann zum Hals raus. Aber wie ginge es eigentlich dem Gemüse? Ob die Kartoffeln das so gut finden würden, ist die Frage. Weil Pflanzen sind genauso empfindlich für Schwerkraft wie Tiere. Und auf der ISS geht es ja immer wieder um Versuche mit Pflanzen, Tieren, wahrscheinlich auch Pilzen und Bakterien, wie es bei denen mit Mikrogravitation, also ganz, ganz wenig Erdanziehungskraft noch geht. Und Pflanzen werden dann verwirrt. Eine Pflanze hat eine Sprossachse, die nach oben ins Licht wachsen soll, und sie hat Wurzeln, die nach unten in die Erde zu den Nährstoffen und dem Wasser wachsen sollen. Und die Pflanze hat das in ihrem genetischen Programm. Und sie hat ein schweres Sinnesorgan in den Zellen und damit orientiert sie sich im Schwerefeld der Erde. Wenn diese Schwerkraft jetzt wegfällt, könnte das sein, dass eine Pflanze verwirrt ist und irgendwie falsch rumwächst. Oder verkrüppelt wächst. Oder unter sehr starkem Stress gerät und dann kaum Früchte trägt. Rennen die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln. Aber wie ist das mit Tieren? Und nun eine weitere Folge unserer beliebten Serie Schweine im Weltall. Nein, liebe Muppets, die meine ich nicht zwangsläufig. Welche Tiere könnten wir denn ohne große Probleme mit ins All nehmen? Also es sind ja schon ganz viele Tiere im All gewesen. Und die ganzen Versuchspiloten zum Beispiel, die für die UdSSR damals und die USA, bevor die Mondflüge mit den Männern gemacht wurden, ins All flogen. Und diese Tiere hatten immer Elektroden dabei. Das heißt, man hat ihren Stresspegel gemessen. Und die sind durch die fehlende Schwerkraft erheblich unter Stress gekommen. Also die Temperatur war zum Teil auch noch ein Problem. Aber ansonsten waren die vorher daran gewöhnt worden, eine Gelnahrung zu lecken. Am Hunger konnte es nicht liegen. Die hatten Sauerstoff zum Atmen. Die waren an ihre kleine Kapsel gewöhnt, die waren das auch gewohnt, die Raumanzüge zu tragen, die sie hatten. Aber man merkte offenbar an den Elektroden, sowie die Schwerkraft wegging, dass die Tiere mächtig unter Stress gekommen sind. Und zwar sowohl die Affen als auch die Hunde. Über die Mäuse habe ich das nicht gelesen, aber ich denke das Gleiche. Und ich denke, das dürfte den meisten Tieren, die wir auf der Erde kennen, so gehen. Auch bei Meerestieren ist das tatsächlich ein Problem. Die sind zwar im dreidimensionalen Raum und können dort schweben, also Fische oder Quallen oder Garnelen. Das ist für die gar kein Problem mit der Orientierung im 3D-Raum. Also auch durch die ISS könnten die vielleicht schweben. Aber die haben ein Problem ohne Gravitation. Die müssen sich da genauso akklimatisieren wie Astronauten. Ich habe jetzt keine vergleichende Studie gefunden, welche Tiere sich am besten angepasst haben. Aha. Ich könnte mir vorstellen, dass Insekten aufgrund ihrer kleinen Körper vielleicht leichter damit klarkommen. Die werden ja auch manchmal einfach mit der Luft verdriftet, sind nicht ganz so schwerkraftgebunden, wenn es vielleicht fliegende Tiere sind. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Also ich würde Wirbellose nehmen, glaube ich. Garnelen zum Beispiel für die Eiweißversorgung oder auch Insekten. Und das wird ja eh auch für die Ernährung der Zukunft empfohlen, so etwas zu essen, weil das sehr gute Proteine sind. Wir haben über den Mars gesprochen und über Leben von der Erde unter Weltraumbedingungen. Aber ich habe die WissenschaftlerInnen auch danach gefragt, wo in unserem Sonnensystem sie am liebsten nach Leben suchen würden, wenn Zeit, Geld und Machbarkeit keine Rolle spielen würden.
Volker Schmid. Ich würde die Jupiter-Eismonde wählen. Da wissen wir, da ist flüssiges Wasser, wahrscheinlich sogar sohlehaltig. Da gibt es geothermische Prozesse, die Wärme erzeugen. Da ist eventuell auch ein bisschen Licht. Das ist eine Umgebung, die ähnlich ist wie bei schwarzen Rauchen in der Tiefsee. Und da hat man ja auch Leben gefunden. Organismen zwar primitiv, aber sie sind da. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass auf den Jupiter-Eismonden etwas zu finden ist. Und vielleicht auch auf dem Mars, aber vielleicht eher fossil. Aber das wissen wir nicht, weil niemand hat das je eben erkundet. Bettina Wurche ist noch genauer in der Wahl ihres Jupitermonds. Ich würde mir tatsächlich gerne den Jupitermond Europa genauer angucken. Und zwar auch wirklich mindestens mit einem robotischen U-Boot hineintauchen, vielleicht selbst auf der Oberfläche bleiben. Ich bin nicht sicher, ob ich da durch das Eis absteigen möchte, aber ich würde mich wahnsinnig gerne dort umschauen, wie dieser Ozean ist. Einen 50 Kilometer tiefen Ozean kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Am allerliebsten würde ich bis zum Grund tauchen, weil dort die interessanten Vorgänge sind, weil aus dem heißen Inneren des Jupitermondes Europa, wie auch andere Eismonde, kommt ja diese Kraft, diese Energie, die Gezeitenenergie. Das sind bestimmt so ähnliche komische Systeme wie Black Smoker bei uns. Ob da denn Leben entstanden ist, ist ja die große Frage. Aber ich würde es wahnsinnig gerne sehen. Von mir aus auch nur mit einer robotischen Sonde. Ich glaube, richtig einzutauchen, da hätte ich doch zu viel Schiss. Und Petra Redberg würde einen Saturnmond unter die Lupe nehmen wollen. Gerne Enceladus. Es ist ein Mond, bei dem regelmäßig Wolken oder sogenannte Plumes von Wasser aus dem Ozean, der sich unter dieser Eisschicht befindet, die den Mond bedeckt, hervortritt. Und dadurch hat man Zugang zum Inneren dieses Mondes und zu diesem Ozean. Und das wäre höchst interessant, das mal in Ruhe wirklich mit den allerbesten und empfindlichsten Instrumenten untersuchen zu können. Bei all diesen Überlegungen habe ich eins bislang nicht erwähnt. Die WissenschaftlerInnen machen sich nicht nur Gedanken darüber, welches Leben wir ins All exportieren können, sondern auch darüber, wie wir es verhindern können, einen anderen Planeten wie den Mars mit unserer Ökologie praktisch zu überfallen. Man muss vorher sicherstellen, dass die astrobiologische Forschung in entsprechender Tiefe erfolgt ist und man sicherstellen kann, dass es kein Leben auf dem Mars gibt, was auf dem Mars entstanden ist. Oder man muss internationale Regeln erstellen und einhalten, die verhindern, dass man den ganzen Mars kontaminiert. Mhm. Und dazu gibt es internationale Gremien, die an solchen Dingen arbeiten. Und je nach dem Stand des Wissens und der Technik auch diese existierenden Regeln anpassen an die aktuellen Zustände. Solange wir aber nicht mit Hunden, Kühen und na gut, Schweinen auf den Mars ziehen können, solange brauchen wir digitale Freunde an unserer Seite, wie Simon, den fliegenden sprechenden Assistenten, mit dem wir uns in dieser Podcast-Reihe schon ausführlich beschäftigt haben. Er durfte in dieser Woche das erste Mal raus aus dem Columbus-Labor in den Rest der Station. Als Begleiter bei einem Videocall mit der Kinderherzstiftung, die sich um viele tausend herzkranke Kinder in Deutschland kümmert. Bei so einem Freigang gibt es einiges zu beachten. Man muss ja überlegen, Simon ist jetzt so Medizinball groß ungefähr, hat 5 Kilogramm Gewicht. Der braucht eine Kommunikationsverbindung, damit er überwacht werden kann, damit er sich bewegen kann. Und wir haben ja jetzt keine Umgebungskarten implementiert in Simon, weil das wäre von der Zeit gar nicht möglich gewesen. So, in Columbus haben wir ein sogenanntes Target Pattern, also einen Referenzpunkt hinten an der Wand, wo er seine Position immer wieder neu verifizieren kann und dann navigieren kann. Und das haben wir natürlich für die anderen Raumstationselemente ja nicht. Und deswegen besteht durchaus die Gefahr, dass Simon irgendwo anstoßen kann und was beschädigen kann. Und darum darf Simon nur unter der Aufsicht von Kinderherzbotschafter Matthias Maurer raus. Da gibt's auch keine Sicherheitskompromisse und das ist natürlich auch richtig so. Und zur Feier des Tages hat Simon gleich ein neues Gesicht bekommen. Dieses neue Gesicht oder diese neue Mimik ist sehr angenehm. Sie ist, ich sag mal, der Natur entlehnt und auch Algorithmen aus der Natur kommen da zum Einsatz. Sie ist biolumineszent. In der Regel hat man nur die Augen. Mhm. Über die Augen kann man schon fast alle Emotionen ausdrücken. Und man kann den Mund zuschalten oder auch eine Nase noch, wenn man das möchte. Das ist später mal so gedacht, dass das automatisch kommt, je nach Komplexität der Fragestellung oder des Problems. Und mit so einer neuen Mimik war das Ziel eben auch, dass man Simon eben nicht nur begrenzt einen geometrischen Körper, in dem Fall eine weiße Kugel, sondern dass man ihn überall haben kann. Also in einem Procedure Viewer, auf dem Laptop, in der Armbanduhr, sage ich mal, oder in der Smartwatch, auf dem Handy, wenn das notwendig sein sollte. So, das war zumindest die Vision. Ein biolumineszentes Display. Klingt spannend. Aber wozu?
Wir müssen bestimmte Farben, bestimmte Lichtverhältnisse reflektieren und auch in Erwägung ziehen. Nehmen wir mal an, wir haben eine Nachtsituation und da muss man eben dann mit ganz, ganz wenig Leuchtstärke auskommen. Und das sind eben diese Biolumineszenzen aus der Natur hervorragend dafür geeignet, weil sonst wird das Auge gestört in Bezug auf andere Wahrnehmungen. Und wir haben auch festgestellt, mit diesen Methoden können wir auf dem Display noch eine Fülle von anderen Informationen auch sichtbar machen und zur Kenntnis bringen, ohne dass es gestört wird. Das geht auf einem Schwarz-Weiß-Display nicht. Und diese Art von Displays ist auch auf der Erde für viele Anwendungen ideal. Mal angenommen, ich steige mit einem Tiefsee-U-Boot ab in die Zone ewiger Dunkelheit im Ozean, ja, wo ich gerade so Biolumineszenz studieren will von Organismen. Dann ist es so, dass im Endeffekt die Bordsysteme des U-Boots abgeschaltet werden müssen, weil die blenden. Man sieht da nichts mehr. Das ist so hell. Also man muss das überlebensnotwendige Bordsystem abschalten und schweben, damit ich dann beobachten kann. Und das ist mit den neuen Systemen eben nicht mehr notwendig, sondern das kann man so machen. Man kann diese Informationen also auch bei sehr stark abgedunkelten Umgebungen hervorragend noch wahrnehmen und sehen. Bei uns geht es ja mehr um das Hören als um das Sehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.